Goblinen leer. Okay, hier ist einer. Vom Bondage-Kollege. Boah, ich bin wieder auf dem Weg. Da ist wieder ein totes Pferd und irgendwo ein sterbendes Pferd. Oder irgendwas anderes sterben. Zwei haben wir gefesselt. Einer ist tot und wo ist der vierte? Einer liegt hier, den sammle ich eben ein. Läuft irgendwo einer weg? Ich sehe auch nichts auf dem Radar, ey. Muss da einer weglaufen. Don't like none of this. Ja, läuft auch einer weg. Schulden. In welche Richtung? Habt ihr den Weglaufenden? Wir sind noch dabei, den zu holen. Okay, dann pack ich jetzt mal die anderen weg. Oh, los, jetzt schiebe deinen faltigen alten Arsch hier hoch. Oh, ich komme hier nicht hoch. Der backt hier oben rum. Der kriegt hier oben rum. Ansonsten beim Lassen versuchen wir noch. Oh, fährt. Ja, ein Stein. Mein Gott, ey. Das ist natürlich geil, dass hier der scheiß Canyon ist. Hoch, ey. Ja. Hast du? Ja. Jetzt bin ich oben am Canyon. Ach, du auch. Alles klar. Ach, mal plündern, die Alte. Soll ich auf mein Pferd packen, oder? Ja, bitte. Ja, du hast die schon gefesselt? Ja. Ach so, ja, du musst die selber drüber drauf schmeißen. Ach Mensch, nicht drauf klettern. Ja, ist klar, jetzt hebe ich die gerade auf, dann kommen die alle oder was? Oh. Kommt man da euch zu euch hin mit der Kutsche? Schwierig. Dein Pferd tot, oder? Nö, nö. Wird nur abgehauen. Gut. Da sammelst du die ein. Kommst du mit der Kutsche hinterher, oder? Ich hab hier gerade das... Boah, ich komm diesen gefickten Canyon nicht runter, ey. Ja, Kacke, ey. Was ist denn los? Warte, ich hol die Kutsche. Ich hat einer. Nee, brauchst du nicht. Jetzt nicht wegfahren, ey. Ich spawn nämlich in der Nähe irgendwo. Da kommt keiner raus aus der Kutsche. Das ist aber ein ekliges Gebiet, ey. So Canyons hier, so kleine Mini-Dinger, so, weißt du? Ja. Deine Plateaus oder so. Ja, vor allen Dingen auch sehr. Du dreckiger Klapper, lauf doch dort lang. Also manchmal weiß ich nicht, da sind hier. Da ist eigentlich ein klarer Pfad gegeben und das Pferd läuft aber eigentlich aber auch irgendwie nicht lang und komplett belastend hier. Ah,
das war ja immer wieder eine Mission hier, du. Meine reingepackt. Wer kam gerade den restlichen Abschaum nach Hause? Auf die erfolgreiche Jagd, ein Hip Hip, hurra, Hip Hip, hurra. Erfolgreich ist sie erst, wenn die auch noch ankommen. Klar, schaffen wir schon. Ja, und wenn wir dann noch online sind, also, ne? Sein Connection Loss ist, ey. Das sieht nicht komplett aus, wenn ich hier kurz vorher wieder rausfliege. Kurz vorher rausziehen? Ah, so einer bist du. Easy. Was ist denn los mit dir? Der PC muss jetzt auch nicht so recht, was er machen. Nee. Links, rechts. Hinter uns. Ja, Mann, leg da um. Oh, lol. Komplett gemault. Ja, ich bin gegen Stein geritten, ey. Oh, mein Pferd. Lebst du noch? Ich hab's gesehen. Achtung! Ich bin Kutschenführerschein wieder beim Pokern gewonnen, ja! Boah, ey Gott, ey, das ist aber auch eine Scheiße, ey. Vor allem vorhin noch so, ja, fühlst du es voll gut und so. Boah, was ist das mit den NPCs? Die stellen sich alle in den Weg, ey. Einfach stehen bleiben oben drin, erstmal zum Garten. Der Wüste ist eigentlich auch voll gut, so, weißt du, aber irgendwie habe ich jetzt jeden Stein mitgenommen gefühlt. Dann zweien hatte ich dann jetzt so einen leichten Gesichtsabdruck hinterlassen. Trotzdem. Jo. Ein lebendig, einer tot. Naja, Kollateralschaden und so. Ja. Das war vielleicht der erste, der eine Kugel in den Kopf gekriegt hat, wa? 57 Dollar, der war sportlich. Und Level 18. Jetzt halt. Okay. Dann boah, doch noch ein Pferd, trägt mal ein Stück Heu rein hier. Ja, nimm mal. Nicht annehmen, noch nicht annehmen. Ich wollte mal kurz eine aktive gewursteln. Oh, jetzt noch eine Mission mit mehr als 200 Punkten. Dann bin ich Level 5 Kopfgeldjäger. Ja, hier sind wieder 6 Leute am Start. Dreifach Dollar, 6 Leute. Warte mal, ich will mal kurz gucken. Brauche ich irgendwas an das an Dings? Nö. Wird heute eine Kutschenabend, glaube ich. Ja. Kutsch hast gar keine Kutsch. Erstmal sauber machen hier die Pump Action.
war ja noch eine Lücke. Ja, das Schade ist, man sich nicht selber ransetzen kann und spielen kann. Nein. Das wäre auch nochmal so ein cooles Ding gewesen. Manni, musst du dir mal das Lied anhören, was ich hier in Teamspeak reingestellt habe? Das passt ja auch genau zu diesem Städtchen. Keep back. Soll aber, glaube ich, nicht an der Internetverbindung. Bitte? Aber glaube ich heute nicht an der Internetverbindung. Nee. Weil mein Handy liegt hinten auf dem PC und da drüber drunter ist ja der Quest. Quasi die WLAN-Antenne. Ich hab vollen Ausschlag, also. Oh, wer ist denn uns beigetreten? Ich. Achso. Kann kein anderer beitreten. Weil ich halt wieder rausgeflogen war. Dass dieses 14 Megabyte große Update das doch verschlimmbessert hat, ey. Sag, wenn du rettet bist, Brudi. Ey, Brudi. Das geht. Geht. Jojo, ready. Na dann. Ach, die sind ja da hier. Ey, warte. Wie sind das? Sechs. Hier und dahin, zwei Leute kommen an. Kannst du bloß ein bisschen mit auf die Karte gucken und mich ein bisschen dirigieren? Wir sitzen in Fort Mercer. Zwei kommen noch nachträglich hinzu. Ich setze da mal eine Markierung. Dem Wegpunkt jetzt einfach nach von dir her. Versuch mal die zwei abzufangen. Ich glaube, das schaffst du nicht mehr rechtzeitig. Aber versuch's. Was passiert, wenn du mit der Kutsche Steuerung oder Leertaste drückst? Ja, keine Ahnung. Warte, zeige ich dir gleich.
Warte, wir müssen aber wo mal ein bisschen beschleunigen können, sonst sieht das nicht gut aus. Rennen die alle weg oder bleiben die im Tor sicherlich, ne? Teils, teils. Manche rennen auch raus und flüchten. Ich könnte den ersten draußen direkt vor dem Tor schon umlegen. Das gibt mehrere. Warte, bis mein Bruder ist. Ja, ich bin ja schon dabei. Also wir können loslegen. Ich hab einen schon gefesselt. Den ersten am Tor habe ich umgelegt. Ja, ich will eigentlich die Kutsche rückwärts anfahren. Der Oma auf dem Turm ist weg. So weite Laufwege. Pass auf, guck ein bisschen auf Karte, dass die nicht alle umlegst da. Die ja plötzlich so gebrochen. Mach ich, hab doch schon den ersten gefesselt. Alles cool. Ich habe nämlich irgendwie schon einen Turm. Echt? Ausgerannt. Ja, zu mir. Ja, ja fuck, ey. Ähnlicher Idiot, ey. Was kommst du hier auch raus, ey? Einer ist entkommen. Alter, wo ist der? Zack, springt er mich aus dem Busch an, ey. Man kann die abfangen, aber sonst wenn dann vielleicht auch zu zweit. Vielleicht war das ja eine, der geflüchtet ist, den ich, aber ich glaube, der ist vorgerannt. Ja, aber man halt zumindest tatsächlich keine Alleingänge macht bei so vielen Leuten. Kann auch gut sein, dass er rausgerannt ist hinten. Mhm. Hinter Ausgang und dann geflüchtet ist. Kutsche eigentlich? Ja, am Haupteingang. Wenn ich gewusst hätte, die alle hinten rausrennen. Ja, ich bin zwar auch gerade gestorben, aber ich habe wenigstens den zwei Reihen schon reingelegt ins Dings. Die habe ich auch lebendig gefangen. Jemand anders aufheben. Ich kann ihn nicht aufheben gerade. Ja, ich muss jetzt erstmal den hier hinten holen, der wegrennt. Können die NPCs, Leute, die im Wagen drinne sitzen, wieder freilassen? Nein. Weil vom Pferd hat einer, der hat sich befreit, obwohl ich verstärkt das Lasso habe. Ja, das heißt nicht, dass die sich nicht befreien Hast du? Können. Es dauert nur einfach länger. Kannst du hinten drauflegen, dann. Ach, oh, fick dich doch, ey, ich hab keinen Bock mehr. Wie soll das denn heute? Endlich. Ja. Ich weiß nicht, was. Das hab ich noch nie gehabt, so oft. Wechsel mal der dann. Ah, gleich mal Session wechseln, vielleicht hilft es. Ich bin nochmal kurz.
einen Typen, der da hinten rumliegt, musst du gleich holen. Ich werde gerade angeschossen, wenn du die killen könntest, ja super. Ich kann ihn auch nicht aufheben, wenn ich da rangehe und R drücke, dann lädt sich zwar der Balken voll, aber er hebt ihn nicht auf. Wenn man was jetzt geht? Ja, ja, ja. Okay, dann lag er wahrscheinlich nur an einer sehr ungünstigen Stelle. Ja, also ich glaube, da lag irgendwann vorher noch ein totes Pferd. Vielleicht war das so ein bisschen verbuggt. Ja. Ich muss es beim Stream zusammenschneiden, so wer alles wann immer abkackt, so. Uhrzeit so, ja, das und das, alles 7 Minuten. Sehe gar nichts. Cool, ich war in dem Bahnhof noch gar nicht drin. Okay, welcome, ja. Kommt wieder was von hier? Vier Schuss, vier Tote. Ja, ist halt schwer bei denen auch zu unterscheiden, ne? Wenn du aus einer gewissen Distanz auf die Leute schießt. So. Ja, Problem ist halt einfach, du hast ja, wenn du nicht zoomen musst, also Zielfernrohr meine ich, siehst du natürlich. Sicher, mach. Jetzt siehst du ja so auch nicht, weil wir sehen ja zum Beispiel die Fahndungsbilder auch gar nicht. Irgendwie erkennen zu können oder so. Ja, aber da habe ich die Feststellung nicht gemacht, dass das auch nichts bringt. Dass es nicht immer 100% die gleiche ist. Smelly old bitch! Manchmal ist ja auch doppelte drin, also dass ein normaler Gegner aussieht, der gesucht hat. Kann halt nur nah rangehen und gucken, wo es ungefähr steht. Es ist hier übelst neblig und man sieht hier gar nichts. Come on.
It's our bounty, and all is right in the world. Put them in a cell for me. That's the bounty, as agreed. So. Ich mach mir aber mal ganz kurz Burger. Guten Hunger.